Dann darf ich Sie nochmal ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Hermann Frank. Ich werde nachher noch ein paar kurze Ausführungen zu meiner Person und zu meiner Tätigkeit machen. Ich habe mich ja bereit erklärt, Ihnen heute zum Thema dieses Seminars ein paar Ausführungen zu machen. Hier ein Überblick dazu, kurz zu meiner Person, aber dann auch eine kleine Annäherung an das Thema. Dann eine erste Anmerkung, wie es grundsätzlich um diese Themenstellung bestellt ist. Ein paar Abschnitte dazu, die so mit dem Zyklus des freiwilligen Managements in Vereinen, Organisationen zu tun hat. Ja, mein Name, wie gesagt, Hermann Frank. Ich war langjährig bis Mitte 2017 beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Stuttgart beschäftigt, einmal in der Leitung des Arbeitsbereiches Bürgerengagement, Selbsthilfe und Gesundheit, aber auch in anderen Funktionen. Jetzt in meiner nachberuflichen Phase bin ich projektbezogen noch in der einen oder anderen Sache in meinem ehemaligen Arbeitgeber mit verbunden und arbeite im einen oder anderen Projekt noch mit. Mein Impuls heute für den Freiwilligentag in Heidelberg oder in der Metropolregion erfolgt in Kooperation mit der Freiwilligenagentur Heidelberg, mit der ich über lange Jahre immer wieder an dem einen oder anderen Punkt zusammengearbeitet habe. So im Sinne einer Themenhinführung, man kommt ja heute nicht mehr drum herum, hätten wir das Ganze vor einem Jahr gemacht, hätten wir da noch ganz anders sozusagen einen Einstieg in die Thematik genommen. Aber heute kommt man nicht umhin. Ein paar Anmerkungen natürlich auch zur Situationsbestimmung Corona und die Auswirkungen hier eher für die Zivilgesellschaft, für das Vereinsleben, für die arbeitersozialen Organisationen kurz mit anzumerken. Es hat in der Tat gravierende Einschnitte gegeben. Man kann es vielleicht so kennzeichnen, es gibt da eine erste Studie vom Stifterverband dazu, der sagt, es ist vor Ort viel Kreativität entstanden, aber alle sind sehr unter finanziellen Zugzwang geraten und gleichzeitig ist die Digitalisierung, wir sehen es ja auch heute hier, ich bin da auch noch nicht in allem so fit, bringt ihre Herausforderung mit sich. Gleichzeitig aber, es ist ja eine große Welle von Solidarität, trotz dem, dass eigentlich das Vereinsleben, dass viel ehrenamtliches Engagement erstmal eingestellt werden musste. Trotzdem gab es eine große Welle an nachbarschaftlicher Solidarität. Der gesellschaftliche Zusammenhalt konnte gestärkt werden. Das hat auch eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung vor kurzem gezeigt. Ganz im Vordergrund steht natürlich der große Schub, die große Welle, Digitalisierung. Und das wird noch eine große Herausforderung sein, auch für die ganzen Vereine, für die ganzen sozialen Organisationen, diese Entwicklung mehr in ihr ganzes Geschehen noch mit einzubauen. Da sind sicher auch eine Reihe schon sehr weit. Andere haben da doch wahrscheinlich noch sehr viel Aufholbedarf. Zu meinen Ausführungen, zu meinem Schwerpunkt heute, ich werde Sie nicht so sehr in Kenntnis setzen oder ins Bild setzen, da ganz allgemein über Mitgliedergewinnung und Mitgliederpflege. Das kommt sicher auch zum Tragen, aber ich will den Fokus meiner Ausführung stärker auf das Thema Freiwillige gewinnen und pflegen ausrichten, weil letztendlich wird Ihnen in Vereinen, denke ich, auch wichtig sein, vor allem aktive Mitglieder zu bekommen und aktive Mitglieder zu haben und aktive Mitglieder, die eben doch auch die eine oder andere Aufgabe zusätzlich übernehmen und dann eigentlich nicht nur zahlende Mitglieder sind, sondern vor allem auch engagierte Freiwillige. Wir haben ja also zur Situationsbeschreibung vielleicht noch ein weiteres Bild. Vereine sind der überwiegenden Mehrzahl hier nach dieser Statistik zu rund 90% eben auf das Mittun, das Mitwirken von Freiwilligen angewiesen, bauen darauf eigentlich ihre Existenz auf. Man sieht aber,
dass natürlich der Grad der Mitwirkung mit Zunahme der Aufgaben und Verantwortung abnimmt. Kurzfristig kann man noch viele gewinnen, allerdings nur noch ein Viertel, wenn es um Vorstandsposten geht oder noch weniger. Wenn es gar um ein dauerhaftes Engagement geht. Nun, ich will mit zwei Ausgangsthesen hier meinen eigentlichen Vortrag hier mit einleiten zum erfolgreichen und nachhaltigen Gewinnen und zum Halten von Mitgliedern und Freiwilligen bedarf es mehr als einzelner isolierter Aktivitäten oder Marketingschritten. Nötig ist eine Art Standortbestimmung, die man von Zeit zu Zeit immer wieder mal machen soll. Deshalb schon mal sozusagen, wenn es alte Hasen sind, die sollten sich ab und zu auch wieder vergewissern, wo stehen wir in unserer Arbeit, was hat unsere Arbeit mit dem Engagement von Freiwilligen mit zu tun. Da ist vor allem zweite These, Aufbau, Förderung und gelebte Praxis einer partnerschaftlichen Engagementkultur, die wohlgemerkt zu den eigenen Werten und Zielen im Verein passt, ganz wichtig. Und das ist eine Aufgabe, die von den Verantwortlichen im Verein, in der Organisation systematisch und strategisch angegangen werden muss. Der Zyklus des Freiwilligenmanagements zeigt, wie es geht. Das will ich im Folgenden machen. Ich habe Ihnen ein Bild eingeblendet, das wir selber im Paritätischen entwickelt haben, in unserer Arbeitshilfe Freiwilligenmanagement. Hier wird beschrieben, eigentlich sozusagen von Ausgangsort erstmal den Rahmen festzuzurren für das Engagement bis dahin, die einzelnen Stationen, wie das dann organisiert werden kann, bis zu dem Punkt, dass man sich auch Rechenschaft ablegt, ob es funktioniert hat, in einem solchen Zyklus zusammenstellt. Das kann unterschiedlich aussehen. Wir haben es eben in dem Ablauf so zusammengestellt. Und vielleicht nochmal als Zusammenfassung hier an dem Punkt sind eben zyklische Schritte in einer Organisation, die für die gelingende Einbeziehung von Freiwilligen und wohlgemerkt unter Berücksichtigung ihrer Wünsche und Bedürfnisse erforderlich sind. Ich nenne jetzt eingangs ein paar wesentliche Rahmenbedingungen für Engagement in Organisationen, über die man sich immer mal ein paar Gedanken gemacht haben sollte und die dann irgendwann im Alltag der Organisation eher wieder in den Hintergrund treten. Aber wie gesagt, man sollte sich mal ein paar Gedanken gemacht haben, welche Ziele verfolgt der Verein, für welche Werte steht er, nehmen Sie einen Jugendhilfeverein, der sozial benachteiligten Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen helfen will und da vielleicht sich jetzt konkret etwa im Bereich von Jobpaten engagiert. Da ist es dann die Frage, was können das für ganz konkrete Aufgaben sein, wie beispielsweise nachmittags Hausaufgabenhilfe zu organisieren. Da ist nochmal im Verein ganz klar die Positionsbestimmung. Man muss fragen, ist es akzeptiert, ist es erwünscht, freiwilliges Engagement, wie ist die grundsätzliche Haltung dazu, steht auch stehen die Verantwortlichen, steht die Leitung mit dahinter. Welches Bild gibt dazu der Verein in der Öffentlichkeit ab? Wie zeigt er sich? Das sollte nämlich damit zusammenpassen, mit dem, was man sich an Zielen proklamiert hat. Dann geht es darum, welcher Rahmen kann für ein motivierendes Engagement geboten werden, welche Ressourcen werden dafür bereitgestellt. Das sind die Fragen, die am Anfang zu klären sind. Das kann man für sich selber machen. Es gibt da eine Reihe so ganz einfacher, ich sag mal Checklisten und anderes mehr, auf das Sie gegebenenfalls mit zurückgreifen können und sich ein bisschen orientieren können. Man kann sich auch externe Beratung mit zunutze machen, beispielsweise die Freiwilligenagentur in Heidelberg bietet regelmäßig sogenannte Qualifizierungs- und Zertifizierungskurse an, wo man da einen solchen Abgleich und eine solche Selbstbewertung für sich selber durchführen kann. Vielleicht interessieren Sie sich näher dafür. Ich werde ganz am Ende, das auch nicht heute, aber ich werde es am Ende dieser Ausführung stellen. Da habe ich eigentlich auch die ganzen Materialien mit aufgelistet. Die werde ich Ihnen im Anschluss an die Veranstaltung, an das Seminar auch gerne zur Verfügung stellen. Nun zu einzelnen Schritten in diesem Zyklus. Ein ganz wichtiger Schritt natürlich Ansprache und Gewinnung.
Ich habe schon ein paar Punkte gesagt zu den Vorüberlegungen und Vorarbeiten. Die Ziele, was Sie konkret vorhaben, benennen. Auch die Aufgaben dabei möglichst klar beschreiben, die in Frage kommen. Dann sollte man sich im Klaren sein, was bieten wir. Ich habe Ihnen mal hier so eine Reihe, die ist nicht abschließend, aber soll auch nicht erschrecken, dass man das jetzt alles auf einmal mit anzubieten hat. Aber ich habe sie Ihnen trotzdem aufgelistet. Schnupperphase. Auslagenersatz, Fahrtkostenerstattung, Versicherungsschutz, Einführung in die Tätigkeit, Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote, regelmäßige Gespräche, Feedback, Begleitung und das möglichst in die Hand genommen von einer Ansprechperson, von einer Begleitperson. Darum ist die in diesem Bild auch so, in diesem Querbalken mit eingeblendet. Und Sie sehen, unten links sind immer so die Markierungspunkte, wo man sich in diesem Zyklus befindet, um ein bisschen die Orientierung beizubehalten. Ganz wichtig dabei ist, wenn Sie sich Gedanken machen, dass Sie nochmal gucken, dass das auch möglichst mit dem gleichen Bild nach außen kommuniziert wird, dass Sie sich überlegen, haben wir auch in dem Kontext schon mal etwas in der Öffentlichkeit verlauten lassen. Wichtig ist, dass ich vergewissern, an welche Adressaten und über welche Wege wollen wir auch an möglichst potenziell Interessierte herantreten, damit auch ihr Vorhaben erfolgreich sein kann. Ich habe nun im Folgenden einige dieser Wege, dieser Werbe- und Marketingkanäle nur aufgelistet. Sie sehen auch, Sie können in den ganzen Parallelveranstaltungen, die heute in den anderen Online-Seminaren angeboten sind, vieles von diesem ganzen Know-how oder von diesen Praktiken vertraut machen, aneignen. Hier soll nur stichwortartig darauf verwiesen werden. Nach wie vor gilt natürlich im internen Bereich immer noch, dass die persönliche Ansprache über Mitglieder, über selbstaktiv Freiwillige ihrer Organisation immer noch mit so ganz im Vordergrund steht. Daneben ist aber mittlerweile sozusagen die erste Adresse inzwischen mehr oder weniger bei allen die Webseite oder sollte sich sein. Und auch da kann man unter Umständen jemand gewinnen, der das freilich mit in die Hand nehmen würde. E-Mailing per Mail, Kontakte aufnehmen oder ganz wichtig, immer wichtiger, vor allem wenn es gilt, die jüngere Generation aktiv mit einzubeziehen, mit anzusprechen, diverse Social Media Kanäle zu benutzen. Wie gesagt, da gibt es Parallelangebote, wo Sie sich hier mit vertraut machen können. Dann noch die klassischen Vereinsprintmedien, auch eigene Veranstaltungen, Events, mit denen Sie auf sich und natürlich auf das, was Sie an Aktivitäten machen und wo Sie freiwilligen Einsätze überlegen, auf sich aufmerksam machen können. Einsteigerangebote sollten Sie sich überlegen, ob Sie die mit anbieten können. Auch immer wieder, auch gerade jetzt für Vereine, die ihre Aktivitäten ganz zurückführen mussten. Ich habe beispielsweise vor kurzem, so während der Ferienzeit in meiner Nachbarschaft, beobachtet, dass Sportvereine in Quartieren, in Stadtteilen, Sie kennen es vielleicht, sogenannte Schnitzeljagden mit Kindern veranstaltet haben, einfach um wieder so erste Aktivitäten aufzunehmen, weil ja doch vieles von dem Vereinsleben der Niederlage oder eben auch spezielle Angebote dann für Kinder und Jugendliche zu konzipieren. Außerhalb wäre so der zweite größere Bereich, der Klassiker immer noch, Plakataushänge, Flyerauslagen, Berichterstattung in regionalen und lokalen Medien, Anzeigen auch bis runter, beispielsweise in Gemeindeblättchen. Unlängst habe ich gesehen in meiner Nachbarschaft und in meiner Region, dass der BUND hier einen ehrenamtlichen Naturschutzwart über die amtlichen Anzeigenblättchen beworben, mitgesucht hat. Dann sollten Sie Kontaktdaten bei Anlaufstellen, beispielsweise bei Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros, anderen mehr, hinterlegen, damit man überhaupt auf sie aufmerksam werden kann. Auf themenbezogenen, meist Vermittlungsplattformen, die auch von diesen Organisationen, die ich gerade genannt habe, angeboten werden,
sollten Sie Ihre Angebote mit vermarkten, entweder nur lokal oder gegebenenfalls manchmal auch überregional. Eine ganz große Datenbank im sozialen Bereich ist beispielsweise die Vermittlungsdatenbank der Aktion Mensch. Dann natürlich an Präsentations- und Vermittlungsveranstaltungen beteiligen. Wir hier in Reutlingen führen regelmäßig, so etwa einmal im Jahr, einmal im Monat in der Citykirche mit interessierten Vereinen, sozialen Organisationen eine kleine Infoveranstaltung durch, bewerben die, wo dann, egal ob das jetzt der Hospizverein oder andere mehr dann mit vorgestellt werden und signalisieren, wie man bei ihnen ehrenamtlich tätig werden kann, wie man zu ihnen stoßen kann. Des Weiteren kämen natürlich auch Infoveranstaltungen, Kurse in Schulen und Firmen in Frage, regionale Events, wie wir ja heute auch einen haben mit dem Freiwilligentag oder die Kooperation mit anderen Vereinen. Ich kenne das beispielsweise bei uns hier, wird jedes Jahr vom sogenannten Spendenparlament ein Spendenmarathon veranstaltet, wo eben einerseits aktive Läufer gesucht werden, auf der anderen Spender und das Ganze drumherum wird von vielen Vereinen mit unterstützt und mit begleitet. Und da ist vielleicht nicht ganz unwichtig, sich auch auf diesem Wege kooperativ in solche gemeinsame Veranstaltungen mit einzuschalten. Auch wichtig bei Werbung, Marketing, Informationsmaterial über den Verein, über die Organisation zu erstellen, zusammenzustellen, Stichwort Werbekoffer. Dann vielleicht ein Paket für neue Mitglieder, neue Freiwillige zusammenzupacken. Da gehört beispielsweise dazu, zu überlegen, was man in so ein Begrüßungspaket reinlegen könnte. Gleichzeitig auch, ob Paten sich annehmen können, neuer Mitglieder, neuer Freiwilliger. Ob es gar, wenn es etwas im größeren Stile läuft, eine Infoveranstaltung für neue Mitglieder und Freiwillige geben kann. Dann die Vorstellung in den verbandseigenen Medien. Allerdings hier den Hinweis, dass Sie natürlich auch die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen berücksichtigen müssen. Dann vielleicht ein kleiner Hinweis auf die, ich sag's hier, besondere Berichterstattungsmethode: Erzählgeschichten. So nach dem Motto: Tu Gutes und erzähl davon. Ich kann und will das heute hier nicht näher ausführen, wenn es näher interessiert. Da könnt ihr gern mal auf diese Internetplattform gucken. Die zwei jungen Organisatoren, die das in die Hand genommen haben, die machen das ganz pfiffig und da kann man immer noch was dazu lernen, sozusagen nach der Methode, dass man nicht nur einfach in sachlichem Stil so sein Anliegen rüberbringt, sondern einfach mal auch über Geschichten, über Bilder, über das sprechen lässt, berichten, erzählen lässt, was man eigentlich tut, was man vorhat. Und wenn es nur darum geht, um ein kleines Beispiel zu nennen, man hat Freiwillige auch im Verein und in der Nachbarschaft und vielleicht sogar im Migrationsbereich mit über einen Nähkurs und in diesem Nähkurs hat man sich jetzt vorgenommen, das natürlich wieder im Zug der Zeit liegt, Masken zu nähen und es wird einfach erzählt, wie das so gemacht wird und was die einzelnen für Eindrücke haben. Soweit das vielleicht und zusammen nochmal ein paar grundsätzliche Anmerkungen zu Werbeaktion gehört, dass man eigentlich gemeinsame Wiedererkennungsmerkmale, gemeinsames Corporate Design haben sollte. Sprich, vielleicht das Logo ohnehin, aber wir haben ja hier im Rahmen dieses Freiwilligentages hier etwa alle ein gemeinsames, ein gleiches T-Shirt oder aber jetzt der Verein könnte sich eigene Mund-Nasen-Schutzmasken zulegen und die mit dem eigenen Logo bedrucken, beispielsweise. Das wäre eine Möglichkeit. Verschiedene Zielgruppen erfordern unterschiedliche Marketingstrategien, sollte nicht aus dem Auge verloren werden. Genauso, dass natürlich für einzelne Zielgruppen ganz bestimmte Kanäle ausgewählt werden, sollten nicht alle sich gleichermaßen eignen. Ein Grundsatz, den man beherzigen sollte, nicht auf zu vielen Hochzeiten dabei tanzen, sonst verliert man sich schnell und bei allem den Datenschutz und die sonstigen Rahmenbedingungen mit berücksichtigen. Ich komme zu dem nächsten Schritt. Beratung und Begleitung habe ich vorher schon mal kurz angeführt.
Beratung und Begleitung gehören dazu, eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Freiwilligen zu organisieren. Rahmenbedingungen sollten geklärt sein. Einsatzbereiche sollten mit Interessierten abgestimmt sein. Hat sich ein paar Gedanken zu machen, wie erfolgt am besten eine Einarbeitung. Und dann eben kann eine Begleitung über eine feste Ansprechperson mit sichergestellt werden. Wenn man das in einen ganzen Aufgabenkatalog kleiden will, dann können Sie sich nochmal die zuvor schon zusammengestellte Folie angucken, nur der Systematik halber. Dann der nächste Schritt, genauso wichtig sind die Aspekte von Fördern und Qualifizieren, nämlich wichtige Schlüsselfaktoren bei der Gestaltung der Arbeit mit Freiwilligen. Ist eben die Frage der Qualifizierung und Fortbildung. Zählt einmal fachliches Wissen und Können dazu, das zum einen durchaus schon mitgebracht wird, aber unter Umständen ergänzt werden muss. Die ganzen Kompetenzen im persönlichen, sozialen und auch kommunikativen Bereich und auch die Chance, persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten über Qualifizierung zu finden. Das ist im Übrigen eigentlich in fast jeder Studie zur freiwilligen Arbeit das Ergebnis. Die meisten Freiwilligen haben vor allem ein Interesse und die Erwartung, wenn sie sich irgendwo engagieren, dass sie vor allem was dazulernen können. Das steht eigentlich auf der gleichen Ebene mit der Erwartung, auch eine Anleitung und Begleitung zu bekommen. Unter ferner Liefen kommt ja später auch die Frage, ob man Aufwand ersetzt bekommt oder sonst eine materielle Anerkennung. Und damit ist Qualifizierung, Fortbildung auch zugleich eine ganz wichtige Form von Anerkennung und Wertschätzung. Anerkennung und Wertschätzung, nächster Schritt im freiwilligen Managementzyklus, ist ein ebenfalls wichtiges Thema, nämlich der wertschätzende Umgang miteinander und auch aktiv gelebte Anerkennungskultur tragen maßgeblich dazu bei, dass sich Freiwillige mit der Organisation und ihrem Wirken identifizieren und diese auch nach außen weitergeben. Ich verzichte hier an der Stelle, man müsste einen ganzen Katalog vortragen, wenn man sagt, wie kann man das alles mit möglicherweise in die Hand nehmen. Vielleicht nur ein Punkt. Es muss immer individuell gesehen werden, was dem einzelnen Freiwilligen am sinnvollsten als Anerkennung entgegengebracht worden, angefangen vom Lob und individuell vom direkten Zuspruch bis hin eben auch über Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch mal vielleicht Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und dafür eine Freikarte und anderes mehr. Wenn Sie das näher interessiert, ich habe Ihnen da ein paar Tipps mit zusammengestellt, wie Sie sozusagen aus dem Pool von Anerkennungsformen für sich selber schöpfen können. Und zum Abschluss nochmal sozusagen, wo der Anfang war, nämlich sich Ziele, Dinge, Projekte, neue Freiwillige, neue Mitglieder zu gewinnen, sich das vorzunehmen, die einzelnen Schritte in die Hand nehmen, am Schluss auch zu fragen, wie weit sind Sie gekommen? Haben Sie das, was Sie sich als Ziel vorgenommen, auch erreicht? Ist das auch zur Zufriedenheit der verschiedenen Beteiligten passiert? Das ist dann sozusagen die Erfolgskontrolle und die ist sozusagen auch schon gleichzeitig wieder der erste Schritt, wie es in einem neuen Zyklus weitergehen könnte. Das Ganze hat ganz viel Gemeinsames auch mit dem Thema nicht nur gewinnen, sondern auch erhalten, Vereinsmitglieder und Freiwillige. Egal, ob es darum geht, neue Mitglieder, Freiwillige zu bekommen oder alle alte zu halten, sage ich jetzt mal ganz salopp, die Schritte und Maßnahmen sind annähernd die gleichen. Es geht eigentlich immer darum, eben möglichst ein aktives Vereins- und attraktives Vereins- und Gruppenleben zu erreichen und möglichst alle Akteure dabei zusammenzubringen und gleichermaßen partnerschaftlich zu beteiligen. Einen kleinen Werbeblock von mir. Gemeinsam mit der Paritätischen Akademie werden wir in Kürze Anfang November zu der gleichen Thematik auch eine zweistündige Online-Veranstaltung zu machen, wo wir ein paar Punkte, was ich Ihnen heute vorgetragen habe, nochmal vertiefen oder ein etwas artverwandtes Thema dann auch Anfang nächsten Jahres
immer die Problematik, die Frage der sogenannten Stabsübergabe, wenn ein Wechsel im Vorstand ansteht, wie man das am besten mit in die Hand nehmen kann. So viel als Hinweise von mir. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, ich habe es jetzt nicht, das wären nochmal 2,5 Seiten, die jetzt, und es wäre witzlos, die Ihnen vorzulesen oder sonst irgendwas. Ich habe mit den Veranstaltern vereinbart, ich werde Ihnen komplett diese Präsentation einschließlich der Materialien und Quellenhinweise dort einreichen. Die können Sie dann dort von den Veranstaltern erhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne für Fragen oder auch für Ihre Rückmeldung zur Verfügung.